Das kommt natürlich darauf an, welche Rolle man von Seiten der Politik der Bundeswehr zu definiert. Davon hängt es ab, welche und wie viele Soldaten man braucht. Die Frage, ob man von der Berufsarmee jetzt wieder zurückgehen sollte zur wehrpflichtigen Armee, kann ich nur schwer beurteilen. Also ich bin der Meinung, die 175.000 sind ausreichend in den friedlichen Zeiten. Also ich wäre schon für die Wehrpflicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich allein schon die Ausbildung bei der Bundeswehr so gut finde. Ja, ist besser, wenn das dann die machen, die sich damit auskennen, anstatt irgendwelche Halbangelernte. Das passt dann schon. Die Wehrpflicht müsste beibehalten werden, weil es sind viele, die sich verpflichtet hatten. Im Nachhinein sollten sie in ein Krisengebiet, haben dann das Handtuch geworfen, auf Deutsch gesagt, und wollten dann nicht mehr. Und jetzt haben wir Engpässe, jetzt stehen wir da. Ja. Man sollte sich gut überlegen, wenn man zur Bundeswehr geht, was man dann macht. Ja. Also wenn ich als Wehrpflichtiger hingebe, habe ich nur 9 Monate, 12 Monate abzudienen. Und ein Berufssoldat, sage ich mal, in Anführungszeichen, der sich über Jahre verpflichtet, der sollte dann doch schon wissen, dass er auch mal in ein Krisengebiet geschickt werden kann. Ja. Und deshalb bin ich eigentlich für die Wehrpflicht. Ich wäre dafür. Auf jeden Fall. Allein schon wegen der Disziplin von der Jugend. Weil die sind ja mittlerweile sehr runterkommen.